Au. Oh Gott. Da ist so ein Vieh. Oh, oh, du bist total verrückt. Ja, ich... Oh Gott, ich bin tot. Everyone is dead. Klar, oder? Willst du mich verarschen, Alter? Ja, das ist doch jetzt... Das ist jetzt Bullshit, ey. Komm schon, oder? Das ist doch jetzt... Hallo Käsebrotfreund. Hey Tim, hey. Ja, Panik, weißt du, was passiert ist? Ja, ich weiß es ja. Ich bin auf den Server gegangen, dann kam so ein Wahnsinnsvieh, hat mich umgebracht direkt irgendwie. Du hast versucht reinzugehen und kamst nicht drauf und dann ging so ein Timer los und alles voll die Katastrophe. Wie nicht anders zu erwarten. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, wir haben einen besseren Start wie das letzte Mal, aber das ist ja noch schlimmerer Start. Ich bin auch voll am Arsch. Deutlich schlimmer. Wieso habe ich denn nur 16 Health, bitteschön? Und ich werde total verrückt gerade. Wahrscheinlich liegt das auch mit zum Teil an dir. Ich muss mir mal hier ein bisschen was reinhauen, sonst... Ich glaube, dass unser Spiel, zumindest jetzt diese Welt, sich langsam dem Ende neigt, Käse, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Alter, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich so total kaputt... Wir waren beide total am Arsch, echt, Käse. Das weiß ich nicht mehr, okay. Dann sei das so. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich werde jetzt langsam total verrückt. Ja, ich gehe mal weiter weg. Aber ich mach mir mal, habe ich irgendwie Gras? Ich habe wenig Gras. Wahrscheinlich reicht das auch. Fein, komm schon, mach mir ein Seil. Mach dir ein Seil, du kleiner Freund. Und bald wird es Nacht. Haben wir nicht hier unten irgendwo Gras gehabt? Okay. Oh Gott, wir haben hier Mini-Glaciers. Ich dachte, wir spielen nicht auf Rain of Giants. Oh nein, guck da, die Scheiße ist voll am Dampfen, Alter. Ja. Okay, weil, also mit dem letzten Update kam doch irgendwie, hey, cool, wir machen euch Rain of Giants Content dazu. Aber den wollten wir gar nicht. Wir wollen den nicht. Ich will nicht, dass es dauernd regnet. Ich will nicht irgendwie Sommer haben. Vielleicht ist das nicht so. Vielleicht gibt es nur ein paar Add-ons irgendwie so dazu. Also ein paar Mechaniken dazu, aber vielleicht nicht komplett. Dass wir nicht die Jahreszeiten haben, sondern nur halt die Gletscher halt dazu bekommen. Ja, ja, kann schon sein. Kann schon sein. Sieht auch irgendwie ein bisschen aufgehübscht aus, irgendwie, finde ich. Zumindest als Geist sieht es ein bisschen anders aus. Als Geist sieht es hübsch aus? Ja. Das freut mich. Halt so ein bisschen monochrom irgendwie. Okay, ich werde sowas von verrückt. Ich muss unbedingt schlafen. Aber das ist ja auch in der Tat ein echtes Problem. Ja. Eigentlich müsste ich Blumen pflücken, das wäre eigentlich cool. Ja, aber es ist Winterkäse. Ja, ja, ich weiß, dass es nicht geht, aber das heißt, es geht schon. Aber, oh fuck, hier ist eine Blume, die pflücke ich sofort und dann muss ich sofort nach Hause, weil sonst schaffe ich es nicht mehr. Oh Gott, Gottes Willen, jetzt sehen wir wieder hier, wie ich langweilig als Geist durch die Gegend eile. Okay, ja, ich kann ja leider nicht aufnehmen, dummerweise. Ah, ja, okay, ich bin zu Hause. Alter, was denn das für ein Scheiß? Verhex mal ein paar Schweine. Ja, das verstehe ich, also, das war jetzt recht arschig irgendwie. Ich meine, du hast dich nur eingeloggt. Hör, ich werde angegriffen. Buff, tot. Ja. So, und ich habe darauf gewartet, dass ich mich einloggen kann. Ja, super. Ja, das fand ich so kacke. Geil. Survival. Ich glaube, wir werden es nicht packen. Ich glaube, wir werden sterben, Käse. Ich kann es mir auch gut vorstellen, Tim, ja. Oh Gott, es wird dunkel. Mein Feuer geht fast aus. Add Fuel da. Machen wir ein bisschen... Irgendwie sieht es anders aus. Guck mal, ich habe so einen leuchtenden Kreis unter mir. War das schon immer so? Das ist eine gute Frage. Alter, ich weiß es nicht. Das ist ein netter Effekt, gefällt mir. Gefällt ihm, das freut mich. Guck mal, wenn ich hier so durchdingse irgendwie so tick, 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 tick. Siehst du das? Boah, komm. Du Auge. Und du. Ich habe keine Angst vor dir. Lumpiges Lumpenauge. Also ich ihr komischen auf. Schlafenden Pinguin. Du hast schlechte Träume. Ja, du auch. Du auch. Okay, also ich schlafe jetzt mal am Feuer. Meine Sanity. Pass auf, dass du nicht verhungerst, Käse. Ja, ja. Ich habe extra noch mal was gegessen. Ne? Wo bist denn du unterwegs eigentlich? Sag mal. Keine Ahnung, es kann nicht so weit weg sein. Auf die Karte. Oder, achso, hast du keine? Doch, doch, doch. Guck, da ist unser... ja, okay. Ich sehe dich auch wieder. Also ich habe den Geistanzeiger. Ah, sehr okay, gut. Okay, geh mal lieber wieder ein bisschen weiter weg. Ja, ernsthaft. Ja, ich habe den Geistanzeiger, das heißt, ich werde wieder verrückter wegen dir. Ja, nur wegen dir. Entschuldigung.
Ich bin super weit weg jetzt, so weit wie ich noch nie weg war. Okay, es wäre auch natürlich super, wenn ich jetzt mein Bild aufnehmen könnte, aber Dawn Starfield ist irgendwie immer noch nicht. Nee. Ich meine, andererseits liege ich jetzt einfach nur hier vor einem Feuer rum, ja. Da gibt es auch nicht viel mehr zu sehen. Und ich stehe hier. Also, naja gut, das heißt, das Video wird nicht so viel Bildmaterial haben, wir können es dann locker hochschubsen, das wird ist gut für uns. Ja, ja. Weil. Aber jetzt können wir in aller Ruhe mal diskutieren, was machen wir? Fangen wir nochmal neu an? Weil ich denke, mit der Welt werden wir vermutlich, wenn du jetzt nicht gleich aufstehst. Ja, ja. 15 habe ich noch, ja. 15. Ich fange mal gleich. Mhm. 12, 10, 9, 8. Das ist eine Hungeranzeige. Ich stehe einfach mal nur hier. Oh, fuck. Ich muss aufstehen. Steh doch auf. Komm, los. Und jetzt hau dir sofort irgendwas rein. Haben wir hier noch irgendwas Leckeres? Beeren. Gammelige Beeren. Da hau ich mir doch sofort mal eine rein. So. Gott sei es gedankt. Mhm. Ich bin gerade noch mal dem Hungertod von der Klippe über die Klinge gesprungen. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Also, ich koche mir lecker was zu essen. Jetzt muss ich schnell herausfinden, wie ich dieses Ding mache. Oh Gott, wo ist denn das nochmal? Um dich wieder zu beleben. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ja, wie machen wir weiter? Also, ich glaube auch, es wird nicht mehr so lang gehen, bis wir sterben halt. Ja. Nee. Rottebelohn. Linksherz, pretty. Ah ja, okay, pretty parasol. Wir haben in der Tat. Ah, oh Gott, ich muss schon essen. Wir können tatsächlich überlegen, ob wir nicht dann es einfach mal mit Reign of Giants ausprobieren, zu zweit irgendwie so. Ja, gut, man ist ständig scheiße nass und ist ständig scheiße heiß und ist ständig scheiße kalt und dann ist man wieder scheiße nass. Ja, also ohne Scheiße halt. Also, ohne Scheiße. Die müsst ihr euch jetzt wegdenken quasi. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe es nie gespielt, Reign of Giants. Ich habe nur halt jemand anders geguckt, der es gespielt hat und ich fand es total nervig, weil mich dieses ständige Dauerregen irgendwie und dauernd das alles soaking wet. Ich mochte das wirklich nicht und ich finde, dass halt das Spiel an sich auch schon bockschwer ist. Und ich brauche es nicht noch schwerer haben, indem ich noch andere Jahreszeiten habe mit weiteren Problemen irgendwie sozusagen. Deswegen für mich jetzt nicht unbedingt, aber. Ja, ich meine, ich. Guck mal, manchmal fangen die an zu brennen, wenn ich sie verhexe. Manchmal brechen sie nur zusammen. Okay. Ah, das finde ich gut, aber ich suche immer noch. Wo ist denn das? Was muss ich denn herstellen? Ich finde das nicht. Ich habe jetzt dieses Menü nicht. Ja, ich weiß, bei Science, da kann ich nur Sachen. Bei Survival, glaube ich, ist das. Ja, dachte ich eigentlich auch. Telltale. Ah, Spider Gland, okay. Mhm. Ich brenne hier einen halben Wald ab inzwischen. Hier gibt es einen Haufen Asche. Okay, Spider-Glen. Ja, das finde ich gut. Das freut mich zu hören, Tim. Survival, Telltale Heart. Okay, du darfst zurückkommen, Tim. Ich komme zurück. Wo bin komm ich doch denn? Ruhig her. Oh Gott, ich bin am Arsch der Heide. Okay, dann. Aber dann. Ich verhexe noch schnell die Scheiße hier. Ja, verhext. Die hüpft, wenn ich die verhexe. Das ist gut. Okay, oh Gott, ich werde schon wieder verrückt, Junge. Ja, natürlich wirst du verrückt, weil ich ein Geist bin, Käse. Oh Mann. Und ich Scheiße verhexe. Und das hat viel da zu lange. Da würde ich auch verrückt werden. Weißt du bist so gerade am Kacken irgendwie und dann kommt ein Geist und verhext deine Scheiße. Was denkst du dann? Und da denke ich mir, verdammt, Scheiße nochmal. Ja, jetzt werde ich verrückt. Okay, ich. Okay, Telltale Heart. Ah ja, merci, Käsebrot, Freund. Merci. Ja, sehr gerne. Oh Gott, ey, hier ist mein ganzer Kram. Nimm. Ja. Schon wieder Night Approaching, okay. Schon wieder? Und ich bin schon wieder total verrückt. Ich habe immer noch nur 22 Hertz. Das läuft überhaupt nicht gut gerade. Nee. Und ich war wirklich der festen Überzeugung, nach dem letzten Fehlstart, also wo wir echt ja fast gestorben sind beim letzten Mal, ich meine, es war im Nachhinein schon wieder grandios, dass es diesmal besser läuft, aber naja, das läuft gut, überhaupt nicht gut. Echt eine Illusion. Eine Kacke ist es. Ja. Wieso denn? Also, weißt du, so schlecht sind wir doch nicht, eigentlich. Ja, normalerweise. Und das war nicht eigenverschuldet. Das war jetzt schon, es waren die Umstände irgendwie einfach ins Spiel und buff, 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 warst du sofort tot irgendwie. So schnell konnte man ja gar nicht reagieren irgendwie oder. Nee. Ne, da muss man sich erstmal kurz sortieren und dann schubs, wups, warst du schon tot. Das war nicht cool. Das war nicht so besonders geil. Nee, also das war das Spiel und klar, das war eine reguläre Spielmechanik. Man kann sich jetzt auch nicht über das Spiel aufregen, dass es irgendwie unfair sei. Das war halt nur einfach sehr ungünstig, so würde ich es mal formulieren wollen. Ne? Sehr, sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Okay, jetzt haben wir quasi 10 Minuten, wie du als Geist mit viel Schwarzbild durch die Landschaft rennst. Ja gut, ist halt uns darf. Das kann man halt nicht ändern. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ist halt nicht so interessant. Aber gut.
So ist es, wie du es sagst, es ist halt Don't Starve, so ist es halt. Ganz genau, so ist das. Knochen trocken. Weißt du was? Ich mache jetzt nochmal so ein Telltale Heart. Nee, doch, mache ich. Und das platzieren wir hier in der Kiste. Du kannst das nicht mehr machen, Freund. Wieso? Weil du dann stirbst. Ah, shit, das kostet ja Energie, hatte ich fast vergessen. Das ist gut, dass du das sagst. Danke. Gerne. Das ist sehr nett von dir. Okay, ich habe hier zwei Hasen. Die bringe ich mal schnell um. Ah, wie sieht's denn aus mit... Ah, können wir nicht einen Baum anzünden und mit den Spider-Glans Healing Selves machen? Dass wir wieder ein bisschen frisch sind. Wie bist denn du? Achso, du bist eigentlich relativ frisch. Ich bin relativ frisch, ja. Okay, ich... Man bräuchte Kann halt ich hier dir irgendwas Gutes tun, Käse? Ja, wir haben kein Stroh. Ich habe kein Stroh. Wie sieht's aus bei dir mit Stroh? Ich habe eins, ja. Ah, okay, das ist jetzt, ja. Es ist, ja. Aber eins, ich habe noch eine Straw Roll. Ich kann dir eine Straw Roll zum Schlafen geben. Okay, also meine Sanity ist auf 34. Ich bin schon wieder ziemlich am Durchdrehen. Und ich ist dieser verfluchte Winterball zu Ende. Freunde, sonst breche ich ab. Naja, der wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, wie lange wir schon im Winter sind, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Der fängt so Tag 18 fängt er immer an. Gears, komm, ich esse mal hier so Gears. So. Bup. Oh, viel besser. Okay. Das ist halt echt der Shit, gell? Gears sind für den Roboter einfach... Der Hammer. So richtig, richtig nice. Okay. Jetzt, wir haben praktisch kein Gemüse mehr. Ich koche uns mal trotzdem... Was habe ich eigentlich auf den Ohren? Das habe ich doch gar nicht an. Was hast denn du an? Earmuffs oder so? Ja. Das sind eigentlich Earmuffs, oder? Ja, aber ich habe überhaupt keine Earmuffs. Doch, klar. Da. Ach da, doch. Logisch. Na logisch, Timsche, logisch. Aber sowas von. Ich habe keine Earmuffs an. Das ist blöd für mich. Ah. So, jetzt ich brauche hier mal ein bisschen Holz drauf. So, hopp. Haben wir irgendwo eine Goldkiste? Ich habe irgendwie 5 Gold dabei. Ich habe jede Menge Scheiß. Ich muss mich erstmal sortieren. Ja, ja. Ja, genau das ist das Problem, ja. Don't Starve gibt einem da nicht die Möglichkeit, mal ein bisschen klar zu kommen. Ach, wir haben doch hier jedem... Ach nein, guck mal, die Hasen werden schlecht. Das ist eine neue Mechanik. Man ja, das ist Reign of Giants Mechanik, ja. Deswegen hasse ich das auch so. Oh nee, ich will nicht mehr... Dann killen wir die. Soll ich die killen? Ja, ja, ich meine, noch werden sie ja nicht schlecht irgendwie. Ich meine, jetzt, wir brauchen ja eh erstmal irgendwas, was, damit wir das verarbeiten können. Hast du Hunger? Ja, du hast mehr Hunger wie ich. Guck mal hier. Lecker Fleischbällchen. Bitteschön. Ja, merci. Gerne. Okay, weil ich habe auch noch einen Hasen hier in der Tasche. Und noch Gammelbeeren. Ich habe noch einen Morsel. Und jetzt Morsel. Haben wir... Okay, wir haben... wir haben noch Maiskolben, haben wir noch ein paar. Ich weiß jetzt nicht... Ach, ich hätte wirklich gerne Foodstats, gell? Das gibt's auch für Long Stuff Together. Fände ich eigentlich cool, wenn wir das... Gehst du da weg? Aber ich habe wieder andere Feuer-Nacht-Animationen wie du. Wenn wir das an den Start bringen könnten, gell? Was denn? Foodstuffs? Ist das ein Add-on? Ein Mod? Ja, genau, ist ein Mod. Ja, einfach, dass du halt weißt, was bestimmte Sachen bringen. Ah. Weil das finde ich, das, weißt du, finde ich einfach Pille-Palle. Ja, kann man mal gucken, ob es das gibt. Im End heißt es ja nur, dass, wenn wir es nicht wissen, müssen wir halt irgendwie in einem scheiß Wiki nachlesen oder so. Also kann man es auch gleich per Mod irgendwie nachschieben, dass man das sieht. Weißt, ja, es gibt auch sowas wie Not Enough Items, ne? Gibt's auch. Das wäre natürlich ziemlich...